Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anthem mit mir, dem Fürsten. Ihr habt leider habt ihr jetzt eine coole Videosequenz verpasst mit meinen alten Freunden, die ich im letzten Part getroffen habe. Aber ich wusste nicht, dass die dann leider noch nachträglich kamen. Sorry dafür, aber naja, sie haben ein bisschen Informationen ausgetauscht und alte Geschichten wieder aufgewärmt. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und dass sie sich gegenseitig jetzt brauchen und zusammenarbeiten müssen. Ich gehe davon aus, dass Ihr Wiedersehen mit Hallock und Faye produktiv war, Freelancer. Es gibt jetzt ein paar Dominion-Einheiten weniger, die uns nerven. Das hört man gerne. Wie sieht Ihr nächster Schritt aus? Das Grab von General Tarsis. Angeblich soll Ihr alter Javelin immer noch dort sein. Ich gehe davon aus, dass Sie dort nicht nur Sightseeing betreiben. Faye meint, dass wir mit dem Javelin ins Herz des Zorns vordringen können. Dann freue ich mich, dass ich alte Freunde wieder zusammenbringen konnte. Naja, wir arbeiten noch dran. Raufen Sie sich zusammen. In der Zwischenzeit hat Corvus noch andere Jobs im Angebot, die Sie interessieren könnten. Sie kennen mich. Ich übernehme jeden Job, den ich kriegen kann. Das sind nicht die üblichen, einfachen Aufträge. Ja. Ich krieg das hin. Dann genau so was brauchen wir. Meinem Agenten Seth. Er wird Ihnen alles Weitere mitteilen. Sie finden ihn in der Bar. Oder Sie ballern einfach wild drauf los. So wie das Freelancer gerne machen. Egal, aha, wie Sie vorgehen. Ganz schön schnippig. Leisten Sie weiterhin gute Arbeit. Nee, wir wissen, was wir wollen. Neue Festung. Kommst du vorbei, wenn du Zeit hast? Wir haben eine Komplikation. Hier ist ja richtig was los jetzt. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal kurz in die Bar. Und dann schauen wir mal. Danke fürs Kommen. Du hast gesagt, es gibt eine Komplikation. Was ist los? Ich habe mir die Daten angesehen, die wir von Sim haben. Taugen sie nichts? Sie hat uns einen Ort versprochen und 5 geliefert. Okay, das ist unerwartet. Sims Daten sind ein Textfragment von der Legionärin Lia Trell der Unbeugsamen. Sie war die rechte Hand des Generals und hat der Legende nach Tarsis zur Ruhe gebettet. Der Text erwähnt Wächter und 4 Gräber, die man besuchen muss, um den Javelin der Dämmerung zu finden. Die Daten sind kaum lesbar. Ich versuche noch mehr aus ihnen rauszuholen, während Owen und du die Gräber suchen. Okay. Schick mir die Koordinaten. Ich seh's mir an. Okay, Baby. Let's do it. Okay. Nicht freies Spiel. Ich wollte jetzt eigentlich die Gräber machen. Freies Spiel? Gucken wir mal, ob das jetzt dann die Karte einfach ist und wir dann da rumflattern. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt werden wir jetzt mal kurz gucken, ob wir diese Gräber dort finden. Ich denke mal, das wird jetzt die Mission sein, hoffe ich zumindest. Und dann ist gut. Ich habe jetzt übrigens wieder auf den Kolossos gewechselt. Der Storm macht schon Spaß und ist schon schnuckelig und so, aber ja, ich fühle mich momentan noch ein bisschen wohler mit dem Kolossos. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Es ist halt auch Geschmackssache, ne? Also der Storm ist wirklich cool und ich habe jetzt auch ein paar coole Fähigkeiten über den gekriegt. Ich werde ihn auch nochmal ausprobieren und im freien Spiel mit anderen helfen und so. Da ein bisschen rumtesten. Aber ich weiß nicht, irgendwie der Kolossus spielt sich halt einfach geil. Der ist so mächtig, hält halt richtig was ab, ist sehr nützlich auch fürs Team und also mir gefällt er halt einfach ganz gut und deswegen will ich versuchen, noch ein bisschen besser mit ihm zu werden. Ja, und rausfinden muss ich auch noch, welche Skills denn die besten sind. Dieser, ja, Tesla-Strom, was auch immer, Dings da auf dem Kopf, den fand ich auch ziemlich stark, wenn man einfach nur in die Meute rennt und der die ganze Zeit Blitze da raushaut. Andererseits ist aber auch dieses Artilleriefeuer, was der raushaut, ist halt auch relativ kräftig. Aber ich glaube, fast am Ende macht man mehr Damage mit dem anderen Ding. Also das ist zumindest meine Vermutung. Ich glaube, dass der Strom mehr Schaden macht. So, natürlich bin ich alleine. Sollen wir den Sachen Tutorial. Legionärsprüfungen vorlegen oder direkt die Grabstätten ansteuern? Na, die Grabstätten, Digga. So. Oh, ich bin doch nicht alleine. Irgendwie sind meine Mates alle woanders. Und wir müssen da lang. Warte mal, ich glaube. Ja, das Grab der Schmiedin soll laut Prinzessin Sim hier irgendwo in der Nähe sein. Und deine Freundin Faye möchte wirklich gerne, dass du es findest. Alles möglich. Oh shit, mein Strom. Sims Also. Informationen zufolge soll sich hier das Grab der Scharfschützin befinden. Das ist einer der Wächter, den du für Faces Plan finden sollst. Komm, mach die Überhitzung weg. Oh, ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen. Sorry, Leute. So, bin wieder da. Ich glaube, du hast das Grab von Atinia, der Scharfschützin, gefunden. Anwärter? Vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artemia, Wächterin der Dämmerung. Ihr wurdet beurteilt und für unzulänglich befunden. Sie sind auf der Flucht. Gute Arbeit, Kumpel. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artemia. Wächterin der Dämmerung, ihr wurdet beurteilt und für unzulänglich befunden. Hey. So, jetzt weiß ich nicht so genau, wo es hier am besten weitergeht.
Wahrscheinlich da lang. So richtig weiß ich jetzt nicht, wo ich hin muss. Aus irgendwelchen Gründen. Für das Grab bin ich unzulänglich. Also müssen wir zu dem nächsten mal gucken. Oh, die Waffe braucht aber lange zum Aufladen. Wie komme ich denn da hin? Nee, okay, da geht's nicht. Na, ich glaube, hier kann ich noch nicht das machen, was ich machen muss. Oder geht das vielleicht jetzt, wo irgendwas erfüllt? Wir schauen nochmal. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artemia, Wächterin der Dämmerung. Ihr wurdet beurteilt. Weltereignisse. Unzulänglich befunden. Was sind denn Weltereignisse hier? Wow, die braucht echt lange zum Aufladen, aber wenn sie denn schießt.
Okay, irgendeine tägliche Herausforderung habe ich gerade geschafft. Okay, der Granatwerfer. Scheint jetzt irgendwie nicht ganz so cool zu sein. Na, er braucht halt sehr lange, bis er losrattert. Aber wenn er dann einmal losrattert mit dieser Minigun, also dann ist echt Ende im Gelände. Das ist hier anscheinend so eine freie Welt, wo man Sachen erledigen kann, ne? Zumindest wirkt das gerade so. Wir werden auch nicht ganz so lange machen, dass der Part nicht so lange ist, aber wir gucken uns noch mal ganz kurz hier um. Da mache ich das irgendwann mal ganz in Ruhe. Okay, der Granatwerfer ist vielleicht doch ganz cool. Ich glaube, hier gibt es einen Schatz. Cool. Das ist hier so ein Open World. So richtig habe ich es noch nicht gerafft. So, der Hang im Baum, oh, das ist doch ein schlechtes Aiming-System. Obwohl ich voll durchgeballert habe. So, wo fliegen wir jetzt hin? Hier war noch eigentlich irgendwas. Hm. Na, wir erkunden noch mal ein kleines bisschen. So, hier sehe ich sogar meinen Weg. So, da vorne war dieses Zeichen, da hätte ich wahrscheinlich hingemusst, wa? Akademieläufer, scheiße. Oh, jetzt habe ich raufgeklickt. Porte ich mir jetzt einfach hin? Das kann natürlich sein, ne? Tatsache. Ach krass, okay, das wusste ich nicht. Da sind so... so Spawnpunkte. Hat es mich natürlich ein bisschen vom Weg abgebracht. Okay, dann metzen wir nochmal eine kleine Runde und dann machen wir den Part aus. Was ist denn das hier? Okay, hier kann man also auch Materialien farmen. Okay, der Granatwerfer gefällt mir doch. Ah, ich mag die dicken Wummen von dem Kolossos. Also der rasiert schon kräftig. Au. So, die haben wir auch ausgeschalten. Jetzt interessiert mich natürlich, ob ich jetzt schön Punkte auch dafür kriege, was ich hier mache. Oder ob das einfach nur
für die Füße ist. Da unten ist noch irgendwas. Da muss ich mich noch mal ein bisschen schlau machen oder ein bisschen rumprobieren. Auf jeden Fall gibt es hier Materials. Schon mal ganz nett. Hoppa, wer ist denn der? Wo ist der hin? Oh, der platzt aber schnell. Noch einer? Wenn du danach suchen möchtest, Sims Informationen deuten darauf hin, dass sich das Grab des Schwertmeisters hier in der Nähe befindet. Und scheinbar ist das Faith wieder mal wichtig. Mal gucken, ob wir das öffnen können. Die Prüfung von Legionär Garnis ist abgeschlossen. Ja. Ihr habt den Test bestanden. Tretet ein, Anwärter. Entbietet dem Wächter euren Gruß. Okay. Was können wir also machen? Jetzt ist die Frage, ist das jetzt wieder ein ganz neues Level? Wir sind schon bei 22 Minuten. Na, wir schauen. Ja, im Zweifel wird der Part da ein bisschen länger. Nur noch drei. Ah, ne, okay. Dann haben wir das erste also geöffnet und eingesammelt. Dann können wir den Rest auch später machen. Ja, mal gucken, jetzt gehen wir mal raus und dann hoffe ich, dass ich auch wieder einfach so rein kann. Aber ich denke, was sollte denen im Wege stehen? Das Verlies, okay. Also sind ein paar Wegpunkte und so. Das ist natürlich ganz cool. Freies Spiel beenden, okay. Aber das ist ja ganz geil. Jetzt fliegt man auf dieser freien Karte da rum und muss so ein bisschen Aufgaben erledigen. Finde ich ja auch ganz schön cool. Das hat ja auch was. Das ist so ein bisschen Freiheit. Nicht nur immer stupide dem einen Weg folgen. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz toll. Ja, ansonsten warten wir nochmal ganz kurz ab, wie es punktetechnisch aussieht. Aber ja, cool gibt's natürlich auch. Und ansonsten würde ich mich bedanken dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder von Anthem oder einem meiner anderen Spiele, die ich hier auf meinem Kanal bringe. Ich würde mich natürlich freuen über ein Abonnement und einen Daumen nach oben. Haut rein, meine Lieben. Bis dann, euer Fistream. Bye, bye.